So, und wir machen weiter mit unserem tollen Programm. Der nächste Redner ist der Jan Kastner von den Juppies, von den Jungpiraten. Herzlich willkommen. Ja, das mit dem Toll stelle ich mal in Frage. Falls sich heute jemand angesprochen fühlt, ich meine euch nicht. Wer es trotzdem tut, den kann ich auch nicht mehr helfen. Danke, Geoffrey, für die Wortgebung dieses tollen Spruches. Es ist Anfang 2014 und mir persönlich wird übel, wenn ich mich in den Städten und Dörfern in Bayern umschaue. Nein, übel passt nicht wirklich. Ich werde richtig wütend. Daheim ist daheim, für die Heimat, Bayern, ... Alles für die unsere schönste Stadt, Mark Dorf X. Jedes Wahlplakat mit dem gleichen Inhalt, ob CSU, Bayernpartei oder sogar die SPD. Sie appellieren an die nationalistischen Empfindungen der anderen Menschen, die auch zufälligerweise auf dem gleichen Fleckchen Erde leben. Lokalpatriotismus wird zum Politikersatz. Es scheint in diesen Wahlkämpfen nur darum zu gehen, wer den schöneren Löwen und das beste Rautenmuster auf dem Plakat hat. Mich kotzt diese Heimatverliebtheit an, die so oft Hand mit Fremdenfeindlichkeit geht. Und sie beginnt in Bayern oft nicht mal erst bei Migranten. Du sprichst nicht wie sie, du isst nicht wie sie, du siehst nicht aus wie sie, du bist nicht wie sie, du bist nicht gleichwertig. Nein, du bist sogar nicht willkommen. Außer du hast Geld oder machst die Arbeit, die sonst keine andere machen würde, aber dafür bitte für wenig Geld. Und dann halte dich aber im Hintergrund und sei leise. Es tut mir leid, dass es heute nicht so witzig wird. Ja, aber mich kotzt wirklich dieses ganze Gedankenkonstrukt an. Dieser Lokalpatriotismus verwurzelt in einem tief sitzenden Konservatismus. Ja, Konservatismus, ein schönes Wort, das oft auch gern als politische Philosophie gesehen wird, als politische Meinung. Aber sie entlarvt sich doch immer wieder als absurde inhaltsleere Angst vor Veränderung. Ich war mal fast der Meinung, dass Konservatismus in der Gesellschaft wichtig ist, als Gegengewicht für progressive Strömungen. Aber ich weiß nun, selbstkritische, liberale, progressive Politiker brauchen den Dialog mit anderen, die um die Weiterentwicklung der Gesellschaft interessierten Menschen und nicht mit unpolitischen Bremsern, die nur Geld verdienen und ihren Stand sichern wollen. Sie schüren Ängste und bedienen sich populistischen Forderungen, nur um Macht zu erhalten und Macht zu gewinnen. Und der Markt dafür scheint unerschöpfbar. Es gibt immer wieder Abspaltungen des konservativen Lagers, die stark genug sind, um mindestens in Bayern und auf kommunaler Ebene Erfolg zu haben. Und dies, obwohl die CSU innerhalb des konservativen, dem rechten Lager, eine extreme Bildungskraft besitzt. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die Neuerstarkung der Bayernpartei, die aus ihrem Grab aufersteht, in die sie Strauß in den 60er Jahren geprügelt hatte. Ja, also dass ich so viel trinke, das liegt natürlich daran, dass die Rede extrem kurz ist und am Ende, ich weiß nicht, ob ich es ganz exen kann. Aber klar, es ist auch so viel einfacher, sich hinter einer hineinfantasierten, besseren Vergangenheit sich zu verstecken, als sich den Aufgaben der Zukunft zu stellen. Das Absurde ist ja, dass sie sich ja auf angeblich geschichtliche Fakten beziehen, die nie existierten. Sie verdrehen halt einfach alles, so dass es in ihre Mann, Frau, Kind, geliebte Welt bis passt. Ein konservatives Weltbild lebt von seiner Einfachheit. Aber das Problem ist, dass diese Welt etwas sehr Komplexes und pluralistisch ist, was kein Mensch, niemand, einfach so ganz einfach begreifen kann. Sie reden von Werte und einer Leitkultur, die sie den Menschen, die diese nicht teilen, auferzwingen wollen. Und hier geht es nicht um Werte, die uns alle im Sinne der Aufklärung des Humanismus verbinden. Nein, es geht um Werte, die ihre homophoben, fremden und frauenfeindliche Welt bewahren und zementieren.
Sie verstecken sich hinter Begriffen wie Patriotismus und Tradition, aber steckt immer das Gleiche dahinter. Wir könnten als Menschen schon so viel weiter sein, wären nicht diejenigen, die Konservierung von Privilegien, von Machtpositionen, von Herrschaft aus Eigennutz als ihr einziges Ziel vor Augen haben. Sie sind der Grund, warum wir alle Politik machen müssen. Denn wenn wir diese modernisierungsfeindlichen Politiker an den Hebeln der Macht lassen, kann das böse enden. Nein, ich weiß, es wird böse enden. Viel besser ist es doch, in einer Welt zu leben, wo wir voller Freude in die Zukunft gehen und uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir Möglichkeiten nutzen und Probleme beseitigen. Wo keine Diskussion einfach weggewischt wird mit "das war schon immer so, das haben wir noch nie so gemacht" und Ähnlichem. Aber wenn ich durch Bayern fahre, wird mir übel und ich werde wütend. Konservatismus beherrscht die Politik und die Gesellschaft. Die Welt, die so schön sein könnte, ist durchzogen von Zerstörung und Hass, weil Angst vor der Zukunft Menschen, die in diesem Weltbild gefangen sind, herrschen. Wir dürfen ihnen nicht zuschauen, wie sie unsere gemeinsame Zukunft verspielen. Nein, irgendwann ist es zu spät. Und ich hoffe, dass heute das noch nicht der Fall ist. Und um ein weiteres Achievement zu entlocken und wirklich endlich mal eine Punkband in einer politischen Rede zu zitieren, ende ich mit den Worten der Band Wieso. Deren Werte und Moral sind mir völlig scheißegal. Ich brauche weder Gott noch Vaterland. Die können mich alle mal. Prost! Der